Nach langem Warten, einer ausführlichen Alpha- und Beta-Phase war es am 29. November endlich soweit und WoW Dragonflight, die 9. Erweiterung des MMOs, wurde auf den Live-Servern freigeschaltet. Unzählige Helden, inklusive mir selbst, machten sich auf den Weg Richtung Dracheninseln, um dort den Drachenschwärmen und Aspekten bei der Rückeroberung ihrer Heimat zu helfen. Aber wie lief der Start eigentlich und warum schwanken derzeit viele Spieler zwischen Begeisterung und vollkommener Verwirrung? Die Kurzform? Weil wir uns erst an die neue Freiheit gewöhnen müssen. Die Langform? Okay, dafür fangen wir besser vorne an. Der Launch lief für MMO-Verhältnisse eigentlich ziemlich glatt. Okay, zugegeben, hier und da dauerte es vielleicht mal ein Stündchen, bis auch der letzte Spieler der Horde und Allianz auf den Dracheninseln angekommen sind. Aber ab da war das Questerlebnis eigentlich ziemlich problemlos. Klar, an einigen Stellen hätte man die Spawnraten bei der Menge an Spielern mal hochdrehen können und das azurblaue Gebirge leckte noch tagelang wie aus der Hölle. Aber wirklich gravierende Probleme gab es so gut wie keine. Ähnlich wie in der Vergangenheit hangelte sich die Story an einem roten Faden entlang bis ins Endgame und wurde dabei von beeindruckend vielen Cutscenes unterstützt. Okay, viele davon kannte man schon, da sie bereits vorher veröffentlicht wurden, aber dennoch war die Levelphase durch die Bank hervorragend und bleibt auch in Dragonflight eine große Stärke, die leider viel zu wenig wertgeschätzt wird. Denn ein MMO spielt sich nun mal vorwiegend im Endgame ab und nach einigen Stunden haben wir dann auch die neue Maximalstufe 70 erreicht und dann war die Verwirrung groß. Die Entwickler haben schon im Vorhinein mehrfach angekündigt, Dragonflight soll eine Erweiterung des Entdeckens sein. Und es lässt sich festhalten, sie haben nicht zu viel versprochen. Bekamen wir in der Vergangenheit von den Entwicklern immer ziemlich klar aufgezeigt, was sie von uns im Endgame erwarten, fehlte das in Dragonflight komplett. In Shadowlands war klar, spiel die Kampagne und farme deine Legendary Mats. In Dragonflight heißt es hingegen, do whatever you want to do. Statt irgendwelcher Endgame-Kampagnen gibt es lediglich eine wöchentliche Quest, für deren Erledigung wir Ruf farmen müssen. Für welche Fraktion ist dabei ebenso egal wie die Art und Weise. Einzige Bedingung, es sollte schon eine der neuen Fraktionen auf den Dracheninseln sein. Alles andere müssen wir uns selbst zusammensuchen. Immerhin bekommen wir noch die Stützpunkte der neuen Fraktionen gezeigt und die wichtigsten NPCs vorgestellt. Und dann werden wir die ungezähmte Welt der Dracheninseln entlassen. Die Karte ist übersät mit Ausrufezeichen, kleineren und größeren Questreihen sowie unzähligen Events und Weltquests, die wir erledigen können. Als alter WoW-Hase fragt man sich dabei natürlich sofort, welche Questreihen sind denn eigentlich wichtig? Und genau hier liegt der Murloc im Pfeffer versteckt, denn die Entwickler wollen uns nicht nur vordergründige Freiheit schenken, sondern richtige Freiheit. Das langfristige Ziel der meisten Spieler dürfte es sein, die Ruhmstufe bei den vier neuen Fraktionen zu maximieren. Wie wir dabei vorgehen, bleibt aber uns überlassen. Wir können Nebenquests im jeweiligen Gebiet erledigen, Weltquests abklappern, Rare Mobs umhauen oder an Events teilnehmen. Jeder darf sich seine Lieblingsbeschäftigung raussuchen und alle kommen am gleichen Ziel an. Absolute Hardcore-Spieler können natürlich auch alles gleichzeitig machen, um so schnell wie möglich die maximale Ruhmstufe zu erreichen. Da sich viele Events wiederholt abschließen lassen, ist dem prinzipiell kein Limit gesetzt. Der eine oder andere wird jetzt wahrscheinlich fiese Flashbacks zum endlosen Grind von Artefaktmacht und Azerith bekommen. Und auch wir wären ohne unser Wissen aus der Alpha- und Beta-Phase wahrscheinlich frustriert gewesen. Es gibt aber einen kleinen Unterschied, der den frustrierenden Grind vergangener Erweiterungen in eine motivierende Angelegenheit in Dragonflight verwandelt. In Shadowlands, BFA, Legion und so weiter waren wir schlicht dazu gezwungen, den Grind mitzumachen. Also zumindest sofern wir in Dungeons, Raids oder im PvP halbwegs mithalten wollten. Klar, man hätte nicht nach Torghast gemusst, aber ohne Legendary spielen wäre auch keine Lösung gewesen. In Dragonflight ist das aber anders und in meinen Augen sehr, sehr viel besser. Hinter den Fraktionen ist keine relevante Player-Power versteckt. Ja, es gibt hier und da ein Item, aber keines, das man nicht im ersten Mythisch-Plus-Dungeon wieder austauschen würde. Stattdessen bieten die Fraktionen andere Belohnungen. Von klassischen Mounts und Pets über diverse Transmogs und Spielzeuge bis zu besonderen Skins für unsere neuen Reitdrachen. Zudem werden über die Ruhmstufen weitere Events freigeschaltet, die nicht nur den weiteren Fortschritt vereinfachen, sondern spielerisch auch an dem angelehnt sind, was man aus dem jeweiligen Gebiet bereits kennt und offensichtlich gerne mag. Sonst hätte man nicht so weit gespielt. Außerdem können wir über die neuen Fraktionen weitere Rezepte für das umfassend überarbeitete Handwerkssystem freischalten. Ob man diese jetzt als Player Power deklarieren will, wenn man sich die Waren auch im AH oder über das neue Auftragssystem holen kann, sei mal dahingestellt. Alles führt aber in eine Richtung.
WoW Dragonflight bietet uns so viele Freiheiten, dass es fast schon beängstigend ist. Als alter WoW-Hase ist es aber vor allem eines: ungewohnt. Dazu kommt übrigens noch ein weiteres Kuriosum. Die Wege auf den Dracheninseln sind zwar lang, aber ich habe noch keine eine Beschwerde eines Spielers gehört, wenn er mal wieder vom tiefsten Süden in den hohen Norden geschickt wurde. Denn wo in den vergangenen Erweiterungen jeder Weg zu weit war, freut man sich heute geradezu darauf. Der Grund ist das Drachenreiten. Es macht einfach unfassbar viel Spaß, mit seinem angepassten Drachen über die Inseln zu fliegen. Da stört es auch wenig, wenn man mal wieder keine Ahnung hat, wo man eigentlich hin muss. Selbst das Farmen macht mit den Drachen Spaß. Zur Erinnerung, mit der richtigen Spezialisierung muss man nicht mal mehr absteigen, um Erze oder Kräuter einzusammeln. Wessen Augenmerk hingegen einzig und allein auf Dingen wie PvP, Raids oder mythischen Dungeons liegt, der kann eigentlich alles andere ignorieren. Okay, zugegeben, als absoluter Tryhard kann man gerade am Anfang das ein oder andere Item-Level über die Fraktionen und die Rare-Mobs gewinnen, weswegen die World First Raider schon wieder am Stöhnen sind, ob des vielen Aufwands. Für 99,99% aller Spieler ist das aber absolut irrelevant. Wer keine Lust auf Open-World-Content hat, der spielt nur die Dungeons und den Raid und muss keine Angst haben, gegenüber seinen Freunden zurückzufallen. Stattdessen soll das neue System dazu motivieren, sich selber Ziele zu suchen und, ganz wichtig, in eigenem Tempo darauf hinzuarbeiten. Und das funktioniert bisher ziemlich gut. Statt im Gleichschritt und mit maximaler Geschwindigkeit auf ein einziges vorgegebenes Ziel hinzuarbeiten, verteilen sich die Spielermassen auf unterschiedliche Bereiche des Spiels. Die einen farmen bei Furorion und Sabelion, weil sie ihren Drachen schwarz färben wollen. Die anderen wiederum verbringen ihre Tage an der südlichen Küste, um bei den Tuska die neuen Otter Mounts freizuschalten. Wie viel Zeit wir am Ende des Tages investieren, das steht uns vollkommen frei. Wer die Belohnungen schnell haben will, der haut ordentlich rein. Wer warten kann, der nutzt eben die sehr zeiteffizienten Weeklies oder Events. An dieser Stelle muss man einfach festhalten, der Plan der Entwickler ist voll aufgegangen. Die offene Welt ist deutlich bevölkerter als in den vergangenen Erweiterungen und die Motivation zum Farmen ist bei mir und in meiner Filterblase erheblich größer als in der Vergangenheit. Befürchtungen? Ohne die berühmte Item-Level-Karotte vor der Nase würde niemand in der offenen Welt umherziehen, waren also unbegründet. Ganz wegschieben sollte man sie aber nicht. Denn Motivation ist eine fragile Sache und kann schnell in Frust umkippen, wenn der Weg zu steinig oder zu lang ist. Und was passiert, wenn Ziel 1, 2 oder auch 3 erreicht ist? Schafft mein Held es dann noch aus der neuen Hauptstadt hinaus oder wird er nur noch zwischen Raid, Dungeons, Bank und Handwerkerstationen hin und her wandern? Das muss ich noch zeigen. Bis hierhin haben die Entwickler und hat Dragonflight aber verdammt viel richtig gemacht. Soweit zumindest mein Blick auf die neue Erweiterung. Aber wie gefällt euch Dragonflight bis hierher? Genießt ihr die neu gewonnene Freiheit und lehnt euch zurück oder farmt und grindet ihr alles, was euch vor die Nase kommt?